Hallöchen! Na, ich meine natürlich Peace, Leute! Und willkommen zu Part Nummer 13 von South Park The Stick of Truth. Neue Quist. Ungewollt schwanger. Ist es nicht schon das, wo wir hin müssen, die Unplanned Dingenskirchens? Nö, anscheinend nicht. Doch, ungewollt schwanger. Ja, da sind wir doch schon direkt davor. Dann gehen wir da mal rein. Die Nachricht von Jesse Rodriguez, der alten Schlampe, haben wir schon gelesen. Und guckt euch an, wie schön wir aussehen. Sprich mit der Rezeptionistin. Hallo. Hi, here for an abortion? Ja. Don't be scared. The first one's always the scariest. Take room A, second door to your left. Dankeschön. Hier gibt's ein bisschen Loot. Your little friend will have to wait out here. All right, you take it from here, douchebag. You have to learn to do things for yourself. Okay, peace, mein Cartman. Patients only, da gehen wir mal rein. Records Room. Müssen wir in welchen Room? Müssen wir in den Records Room? Ich glaube, wir müssen noch in den Records Room, oder? In den Aktenraum halt. Ich bin ein Arzt. Verkleide dich als Arzt. Vielleicht hier drin? Nein, halt. Nein. Wir setzen uns jetzt nicht hin. Digga, hör auf damit! Oh, Kumpel Europa. Europa, das sollte eigentlich der Teil sein, wo Dr. Möse-Fan bei dir eine Abtreibung vornimmt. Es gab ein Minispiel, wo du deine überlegende Schließmuskelkontrolle benutzt, um dich um seinen Vakuumextraktor zu klammern und ihn verschmoren zu lassen. Wir konnten es nicht so schnell lesen. Dankeschön. Auf jeden Fall ist es zensiert und wir haben gerade eine Abtreibung bekommen. Da ist Arztklamotten. So, die müssen wir jetzt wahrscheinlich ausrüsten und wieder unseren ganzen schönen Scheiß ablegen, den wir aber eh nicht anhaben. Ich habe den Unterhosenhelm. So. Chirurgenhaube, Chirurgenkittel und Chirurgenhandschuhe. Oh, jetzt sind wir ein Arzt, Leute. Also jetzt dürfen wir natürlich nur noch so gehoben reden. Ich verdiene mehr Geld als ihr Wichser. Rein da. Kein Problem. Oh, und jetzt müssen wir uns hier alles umgucken. Das geht. Randy! Oh, it's you! Thank God! Something strange is going on here. The PTA reviewed that tape you got us. The Taco Bell has something called a Plan B. They've been here looking through these records, but why would they be interested in the gynecological files of the women of South Park? I'm afraid now you know too much. We have two more asking a lot of questions. Deal with them quietly. We can't let anyone find out what we were doing there. Before you kill us, tell us why. Why is Taco Bell taking the records of women's vaginas in South Park? I'm picking up some hot readings on the Peggy. Tell us, what do women's vaginas and Doritos Locos Tacos have in common? Peggy is going crazy. Oh, shit! There's an outbreak here! We have contamination in Sector 7! All units to Sector 7 now! Secure the entire building! Put that woman in restraints! Ah! What's going on? Taco Bell security. Your clinic is infected with a Nazi zombie virus. Nazi zombies? That's ridiculous and bigoted. I happen to be German. He's one of them? Tell people what you saw here today. Let's go. Quarantine the place. Was machen wir? Fliehe vor den Soldaten. Okay, neue Nachricht von Stan auch noch. Okay. Pass auf, Alter. Eine Gruppe Soldaten hat gerade die Klinik gesperrt. Wir finden eine andere Möglichkeit, zu dir zu gelangen. Kai, gefällt das? Anstatt es zu liken, Kai, solltest du lieber mitkommen und uns helfen. So, hier gibt's noch Loot. Müssen wir jetzt einfach hier raus? Nee, das ist ja Blödsinn, das ist ja abgesperrt worden. Wir müssen uns bestimmt irgendwie freischießen. Oder wir müssen uns mit dem Wichtelstopp klein... Wir müssen uns mit dem Wichtelstopp klein machen. Oh, richtige Nase gegeben, Alter. Das ballert gut rein. Nazi-Zombie-Ratten. Oh, Stier. Ich bin ein Zombie. Wir können hier was abschießen. Was können wir hier oben? Können wir was abschießen? Ich meine, ich will das da oben anschießen. Nein. So. Ah, cool. Sehr schön. Nazi-Zombie-Ratten. Wo führt denn das noch hin, Leute? Was ist denn das? Ausweis? Ihhh.
Nicht so lecker, Leute. Das ist irgendein Fötus. Halt. So, jetzt töten die die. Ja, sehr schön. Dankeschön für die Hilfe, böse... wie soll ich euch... Regierungstypen. Nenne ich euch einfach mal. So, hier gibt es noch Loot, oder? Oh, eine Rasierklinge des Meisters. An sich, wir müssen uns wieder umziehen. Wir haben auch irgendwas mit diese Unterhosenhelm. Lässt Feinde kotzen, wenn sie sich die nähern. Oh, das ist cool, ne? Aber das mit dem neuen erneut Angreifen finde ich einfach immer noch das Beste, was wir jemals hatten. So gegen mehrere Gegner, das ist einfach der King-Shit. Zombies, nee. Chirurgenkittel ist halt... Du hältst Wiedergeburt, wenn du gegen einen Fötus... okay, also wir werden noch gegen Fötus erkämpfen. Ich finde die SWAT-Rüstung immer noch am besten. Und hier, was bringen die? Du erhältst Angriff erhöht. Nee, wir lassen die SWAT-Handschuhe. Ah, wir haben hier jetzt das Rasierklingenmesser. Die Rasierklinge des Meisters bekommen. Durchdringt 50 feindliche Rüstung. Das Ziel beginnt bei einem perfekten Angriff zu bluten. Das nehmen wir mal, weil es einfach viel mehr Damage macht. Rüsten diese zwei hier ab. Und dann rüsten wir hier zwei Sachen drauf. Was können wir hier? 25 Frostschaden und 25 Feuer. Das ist cool. Beides einfach so. Frost- und Feuerschaden, das ist cool. Ja. Oh, aufpassen. Können wir da jetzt durch? Nee. Müssen wir irgendwas anschießen oder so? Ich weiß nicht. Oder gibt es hier eine Alien-Sonde? Die haben so viele Möglichkeiten. Ah, das stimmt, das brennt doch. Ja, nicht den verstohlenen Quietscher. Eigentlich. Nee, eher die Granate. Damit treffen wir auf jeden Fall. Boom. Aufpassen. Dass sie uns nicht entdecken. Weil das wäre ziemlich schlecht. Dann würden die wahrscheinlich auch auf uns schießen. So, da geht's weiter. Dann können wir hier hoch. Und schön raus aus einer Steckdo. Randy. Quick, put on your doctor disguise again. It's our only chance. Okay. Oh Mann, jetzt habe ich mir die Arbeit gemacht, mich umzuziehen, ja. Jetzt muss ich wieder meine Chirurgenscheiße anlegen, ey. Oh, Kittel und Handschuhe und auf geht's. Nobody move. Oh, what's going on? I'm just here for an operation. Oh, there you are, doctor. I'm ready when you are. Is this going to hurt, doctor? There's something fishy going on here. I think they might be Nazi zombies. We'll see if you're a real doctor. Give her an abortion. Do it! Oh, goodness! Ich weiß nicht, was ich hier noch sagen soll, Europa. Diese Szene hättest du die erste jemals in einem Videospiel durchgeführte Abtreibung vorgenommen. An Randy, der als Frau verkleidet ist, um die Typen von Taco Bell davon zu überzeugen, dass du ein echter Arzt bist. Du hättest seinen hohen Sack mit einer Spritze betäubt, seinen Anus durchdrehen, dann ist... Wie soll man das so schnell lesen? Ach Mensch, Europa, was tut ihr uns nur an hier, uns als Let's Playern? So, können wir uns jetzt bitte wieder umziehen. Ich will die Scheiße nicht, Entschuldigung, nicht tragen. Sieht kacke aus, es hat voll kein Swag, Mann. Ich will Swag haben. Das haben wir nur mit dieser SWAT-Rüstung. Verlass den Operationssaal, okay. What the fuck? Wir haben Wege und Mittel, sie zum Sprechen zu bringen. Mathers, where did you find the alien goo? Broken vials were in the trash can, sir. What could have come into contact with it in the trash can of an abortion clinic? Oh. Oh my god. Nazi Zombie Fötus. Ach, wie gut. Das ist so unendlich dämlich. Das ist schon wieder lustig ist. Bartos, sehr schön. Spaß. Können wir jetzt einfach den Begleiter nicht zufällig wechseln? Hey Cartman, was geht, Brudi? Scheiße! Wie geil. Nazi-Zombie-Fötus, Alter. Ich glaube es einfach nicht, ne? Können wir die betäuben oder so? Oder sollen wir einfach... Machen wir mal das nochmal. Das ist so dumm. Ich liebe dieses Spiel einfach. Zack. Bang. Kaboom. Kazau. Kaboom. Der blutet erstmal fünfmal. Sehr schön. Dann kann Cartman natürlich wieder erstmal die magische Rakete.
sind sie zwar immun dagegen, aber ich mach's trotzdem, ist mir scheißegal. Einfach mal in die Fresse werfen, Mann. Und dann wieder mit der brennenden Wolke. Ja, der Cartman, lass den Scheißen aus! Das ist so unglaublich gut. Projektilkotze. Lol. Cartman hat aber dafür nicht so viel Leben. Also das ist so das einzige Minus an Cartman. Aber trotzdem finde ich ihn eigentlich der beste Begleiter bis jetzt. 1800 Schaden, sehr, sehr schön. Und auch verlangsamt. Jetzt haben wir hier ein paar Nazi-Zombie-Fötusse ausgeschaltet. Ich weiß gar nicht, ob Fötusse die richtige Bezeichnung dafür ist, die Mehrzahl von Fötus. Aber wird schon stimmen. Da oben sind noch Nazi-Zombie-Ratten. Hier können wir was anschießen. Ah, das ist jetzt eine Leiter. Fick dich, fick dich. Müsste es da noch was zum Anschießen geben, oder? Da kommen wir ja so noch nicht hoch, ne? Nee, oder? Hier geht's aber auch noch weiter, okay. Die Leiche. Hier muss es noch irgendwas zum Anschießen geben, damit wir da irgendwie hochkommen. Das hier. Sehr schön. Und wie kommen wir denn da schon hoch? Hier? Moment mal. Das verstehe ich jetzt gerade wieder nicht. Ich verstehe so vieles nicht in diesem Game. Ich bin halt an sich jemand, der gerne Sachen nicht versteht. Wir können aber nichts mehr anschießen anscheinend. Es blinkt auch nichts, was ich sehen würde. Feuer ist hier keins. Wie kommen wir denn da hoch? Also, ich würde sagen, wir müssen über die Leiche, aber das ist ja kompletter Blödsinn. Hier geht's auch nicht weiter. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Wie komme ich denn da hoch, verdammt? Von der reinen Theorie her über die Trümmer müsste ich da hochkommen. Oder muss ich da oben lang und dann da wieder runter und keine Ahnung, aber das wäre irgendwie blöd, ne? Oh, Leute. Warum macht's mir das Spiel eigentlich immer so schwer und will mir immer versuchen, Wege... Die sind so einfach immer, die Wege, weißt du? Aber ich find's halt einfach nicht. Oder können... Gibt's hier eine Alien-Sonde? Nee. Den Wichtelstaub könnten wir benutzen. Vielleicht hilft der ja was. Nochmal kurz hier mit der Alien-Sonde gucken. Alien. Benutzen wir mal den Wichtelstaub. Vielleicht bringt das ja. Erstmal schnupfen. So, jetzt sind wir ja klein. Können wir jetzt irgendwo anders lang, wo wir davor hätten nicht lang können? Sieht nicht so aus. Ich finde es aber mit dem Wichtelstaub... Ah, doch, jetzt... Wir müssen durch die Leiche durch, dein Ernst. Okay. Hier gibt's Loot. Ich will den Loot haben. Heiltränke sind immer voll. Und dann können wir hier hoch. Können wir hier lang. Zack, können wir das aufsprengen. Mit der Furzgranate lang. So, aber dann hier hoch. Dann hier lang. Dann... Hier hoch kommen wir nicht weiter, also müssen wir da runter. Und dann Beef mit diesen Nazi-Zombie-Ratten anfangen. Ich muss mir halt das mit dem Wichtelstaub und so endlich mal merken, dass wir sowas auch noch haben. Oh, wie riesig die sind. Ja, stimmt, wir sind ja auch richtig klein. Wir gehen mit Abziehen einfach mal auf den. Das macht gut Damage und betäubt den einfach. Das ist schön. Boom. Oh, das ist ja fast tot dadurch. Wie nice. Und jetzt kann Cartman mit seinem... oder sind die dagegen auch immun? Ja, aber bringt's nichts. Aber mit seinem... Mit seiner brennenden Wolke, dagegen ist niemand immun. Dann einfach nur raus damit. Alle tot. Sehr, sehr schön. Ja, Belohnung wäre echt mal nicht schlecht, ne? So 500.000 Millionen Dollar fände ich schon mal gut. So, jetzt können wir hier runter. Das bringt uns aber gar nichts hier runter. Da, wo müssen wir denn jetzt lang, da, Hanne? Hier hoch können wir auf jeden Fall nicht, okay. Mal weg, Card zu dem Man. Können wir nicht hier rein? Nee, aber wieso sollten wir hier runtergehen? Das ergibt ja keinen Sinn. Jetzt bin ich wie... Also müssen wir es jetzt groß machen? Oder so? Wir können es doch gar nicht groß machen. Wieso kann ich mich nicht mehr... Ah, hier kann ich runter. Lol. So. Ach, und hier hätte ich auch... Hier hätte ich auch hoch können, lol. Lol. Okay, es gab also zwei Wege sozusagen. Eine neue Nachricht von Stan. Ah, das stimmt, da haben wir nur irgendwas, was wir nicht mehr mitnehmen konnten, was schon voll war. Wo müssen wir denn jetzt aber lang, ist die Frage, ne? Nein. Haben wir das schon gelootet komplett? Ne, haben wir noch nicht. Jetzt wird zwar nah an uns rangezoomt, aber es bringt uns ja nichts.
Ah, da gibt's was zum Anschießen. Ah. So. Sehr schön. Was bringt das uns jetzt? Hat es uns jetzt irgendwas gebracht? Nee, ne? Achso, das ist nur die tote Ratte. Die wir noch weiter anschießen wie Assi. Wir haben eine neue Nachricht von Stan. Vielleicht steht da was drin. Sparky hat gerade einen Haufen gemacht, der genau wie Cartmans Kopf aussieht. Und Kyle gefällt das. Ich verstehe gar nicht, wo wir lang sollen, ne? Bin ich da der Einzige? Weil da kommen wir ja nur wieder runter. Und wir wollen wir runter? Ich weiß nicht, ob wir runter wollen. Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal runter. Aber es ergibt keinen Sinn, weil wo sollen wir lang? Oh Mann, Leute. Das ist ja echt scheiße. Hier gibt es ein Loch, aber durch das Loch kommen wir nicht durch. Nö. Also es gibt nur diesen... Ach, hier gibt es noch was zum Looten. Loot, Loot, Loot. Loot ist wichtig. Also da... Ne, da oben ist ja nur Butters reingekommen. Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Plan, wo man... Da ist Loot. Wie sollten wir denn da jemals hinkommen? Moment mal, hier nach links? Können wir hier nach links? Ich meine da. Wieso können wir da nicht nach links? Ne, jetzt können wir auch nicht aufschießen, oder? Nope. Wir müssten da doch eigentlich nach links kommen. Nur wir können hier, nee, wir können hier nicht von der Leiter weg. Hä, Mann, Leute, ich bin gerade echt verwirrt, wo ich denn lang muss. Vielleicht hier? Nee. Oh, ich bin so blöd. Da darf man auch immer sagen, dass ich blöd bin. Also das darf man an sich sowieso sagen, aber in so einer Situation auf jeden Fall noch mehr. Was ist, das sieht komisch aus. Hier sind nur diese kleinen Ratten, das sind keine wirklichen Gegner. Da draußen geht das übelste Battle ab, Alter. Weg, ihr scheiß Nazi-Ratten. Weg, ihr Nazi-Ratten! Alter, was da für ein Battle abgeht, ne? Richtiges Battle. So, hier kommen wir raus. Hui. Oh. Achtung! Hurensohn. So, wir lassen uns mal klein. Aber hier ist eine Alien-Sonde. Oder können wir die nur benutzen, wenn wir groß sind? Ne, können wir auch klein benutzen. So, können wir uns damit schon irgendwo hin teleportieren? Ja, da rein, aber das würde uns nicht viel bringen. Dann müssen wir bestimmt irgendwas wieder anschießen. Nur was könnten wir hier anschießen? Hier können wir was anschießen. Okay. Sehr schön. Wir können bis hier vorne, ne? Ja. Yep. Hier gibt es auch nichts mehr zum Anschießen. Also benutzen wir jetzt wieder die Alien-Sonde. Jetzt müssen wir uns hier irgendwo hinporten können. Da oben zum Beispiel können wir uns jetzt hinporten. Nein, ich wollte Schießen auswählen. Jetzt müssen wir vielleicht drehen. Ja, müssen wir drehen. Jetzt hört das Wasser hier auf. Okay. Okay, dann wieder runter. Würde ich einfach mal sagen. Hier hin. Hier können wir auch noch rein. Ah, hier können wir hinten lang. Ah, okay. Fötus Wami und Poco Chin Poco haben wir freigeschaltet. Als Erfolg. Aber wo sollen wir jetzt von hier aus? Ah, hier können wir wahrscheinlich was wieder. Irgendwas anschießen. Das können wir anschießen, aber das bringt uns nichts. Alien-Sonne gibt es auch nicht. Im Moment. Da oben. Da oben sehe ich doch. Das ist da was. Nee, das ist nur ein Funke. Scheiße. Ich weiß es nicht, Leute. Ja, ich weiß schon, was ich in etwa machen soll, wahrscheinlich. Nämlich, dass da irgendwie Wasser hinkommt. Da. Das. Wo, oder? Können wir nicht einfach durchrennen, Leute? Nein, das probiere ich jetzt nicht aus. Sonst muss ich ganz mit mir nochmal machen. Okay, wir haben es schon so weit gebracht, dass wir jetzt hier hin durchlatschen können. So, das ist schon mal supi. Schon mal klasse, ne? Das ist schon mal. Kann dir jemand mit Wasser helfen? Okay, nur wo soll ich Wasser helfen? Kann Cartman als Begleiter was machen? Ja. Mach das, geht jetzt hin. Opfer dich für mich. Hm. Hat jemand als Fähigkeit irgendwas mit Wasser in der Gruppe? Ideales Opfer, Verzauberung, Todesmarkierung, Power-Akkord sammeln.
Weil er sagt ja, jemand mit Wasser könnte dir helfen. Nur wer könnte jemand mit Wasser sein? Ah, hier kann man die durchgehen, okay. Hier. Elementar, Windsturm, Pfeilregen. Nehmen wir mal den. Der könnte vielleicht, weil der scheint... Nee, der, also es, wir müssen was mit dem Begleiter machen, sieht wohl so aus. Nur anscheinend mit dem richtigen nur. Kann der irgendwas mit Wasser? Nee. 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 Wir gehen jetzt alle durch. Ja, ja, ja. Ich weiß, dass jemand mir mit Wasser helfen kann. Nur wer kann was mit Wasser? Er. Er kann was mit Wasser. Er kann was mit Sparky machen. Ah, lol. Okay, daran hätte ich jetzt nie gedacht. Daran hätte ich jetzt echt nie gedacht, dass er jemand ist mit Wasser, nur weil er an den Hund da herbeirufen kann und der dann da drauf pissen kann. So, wir schnupfen uns wieder in die Nase. Können dann hier durch, wieder zurück. Alter, was da abgeht, ne? So, schnupfen. Ah, okay, zum Rausgehen brauchen wir keine Nase schnupfen. Schnupfen nochmal eine Nase, weil wir wahrscheinlich ohne nicht durchkommen, oder? Ah, ne, wir sind hier nur drin. Oh, Mann! Jetzt müssen wir bestimmt wieder was anschießen. Es ist echt viel Arbeit mit diesem Schießen immer. Das weiß nicht, ich finde es, finde ich, weiß nicht, hast du seine zwei Seiten. Auf der einen Seite finde ich es richtig cool, dass man halt so interagieren muss, sozusagen. Aber auf der anderen Seite stresst mich auch, weil ich es nicht hinkriege. Und ich bin halt auch immer blöd, ne? Und krieg's nicht hin. Irgendwas, Kind, oder müssen wir mit der Aliensonne jetzt wieder, ne, das wäre ja Blödsinn, oder? Aliensonne müssen wir, können wir uns mit dich, können wir uns mit dir darüber porten? Nee, ne? Nee, wir können uns auf jeden Fall mal hier hin porten. Wieder. Aber hier, von hier aus kommen wir nicht durch. Oder mit dem... Ah, da brennt's doch. Da brennt's doch. Oh, Mann. Ich achte da nie drauf. Jetzt, boom. Jetzt können wir da durch, Leute. Wir haben es endlich geschafft nach 10 Minuten. Oh, beef, 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 beef. Noch ein paar Nazi-Zombie-Fötusse erledigen hier. 4 Stück. Ja, ja. So, wir nutzen das hier. So. Kapow! Unsere Diebesgilde kommt. Boom. Down. Du. Down. Chikau. Bluten sie alle. Ich tausche den Begleiter zu Cartman. Ich hoffe, dass es jetzt keinen Platz zieht. Also keinen Angriff sozusagen. Ich hoffe, nee, es zieht einen Angriff. Okay, also wir dürfen jetzt mit Klappe nicht angreifen. Schade, schade. Wäre jetzt echt cool gewesen. Nochmal Projektilkotze. Egal, haben wir perfekt geblockt. Nochmal Projektilkotze. Diesmal haben wir es nicht perfekt gekontert. Und nochmal, die haben anscheinend nur den einen Angriff drauf. Okay. Aber jetzt können wir nochmal einen von denen meucheln. Einfach mal den hier, weil der einfach da so schön gerade steht. Beziehungsweise kriecht. Schrei doch nicht so laut, Mensch. Und dann kann Cartman mal wieder seine brennende Wolke einsetzen. Und er ist schon mit dem Feuerzeug hinter den Arsch und boom. Oh, sie sind aber nicht down. Kein einziger ist down. Ach du Kacke. Hirnschaden. Haben wir gut geblockt. Oh, Cartman könnte down gehen, ne? Oder wir könnten auch down gehen. Oh, sehe ich jetzt erst, dass wir gar nicht mehr so viel Leben haben. Oh, schön geblockt, Cartman. Ein Angriff noch. Oh, Cartman wird sterben. Cartman ist tot. Scheiße. Auch wenn wir perfekt geblockt haben. So, das heißt Wiederbelebungstrank auf den lieben Cartman. Wir haben noch 2 Stück. Davon müssen wir uns echt mal welche kaufen. Die findet man nicht so oft. Steh auf, Cartman. Es muss weitergehen. So, gehen wir auf den. Boom, er ist tot. Wir haben zwar zu früh und zu spät und keine Ahnung. Aber egal, wir dürfen erneut angreifen. Der hat noch am meisten Leben. Also gehen wir auf den. Boom, er ist down. Wir können also nochmal angreifen. Also hätten wir uns den Wiederbelebungstrank auch sparen können. Im Nachhinein ist es immer so scheiße, ne? Wenn man sich irgendwas sparen hätte können. So, wir treten auf den an, auf den scheiß Fötus. Mann. Und schon sind sie down. Nehmen wir noch ein bisschen Loot mit. Loot. Loot. Und Loot. So, haben wir das geschafft. Und hier geht's raus. Ah, hier geht's nochmal Loot. Loot müssen wir mitnehmen und dann raus hier aus diesem Irrenhaus, ja? That's it, that's it. The area is secure. Code green. It's not secure. Tell all units the outbreak has been contained. It's not contained. What the hell are you talking about?
It's not contained. You don't understand. Khloe Kardashian was in here this morning. She had the biggest abortion I've ever seen. What the fuck is going on here, man? Alter! The fuck? Der ist bestimmt dagegen immun. Wieso steht's nicht dran? Aber ich mach's trotzdem, weil es immer noch Damage macht. Boom, aber er ist immun dagegen. Trotzdem schon mal 1000 Damage gemacht und ein Wiederbelebungstrank. Das ist schön, dass wir den kriegen. Und Cartman geht natürlich wieder mit der brennenden Wolke drauf. Sollte gut Damage machen. Ah, 1000 Damage. Alles hat richtig viel Leben. Hätten wir da kontern können? Oh. Cartman ist down. Cartman ist einfach direkt down. Und wir geben uns direkt Wiederbelebungstrank. Cartman muss leben. Der hat sich dadurch geheilt. Ach du Scheiße. Können wir es anwidern? Nee, ist immun. Exekutieren. Oder meucheln. Meucheln können wir halt öfter, deshalb meucheln wir. Kabau, kaboom, kabam. So, 1000 Damage gemacht. Der blutet zweimal. Das ist gut. Projektivkotze. Oh, Cartman hat noch ein Leben. Noch ein. Digga, gib die gleich groß. Gib die. Nein, ich verdammter Spast. Ich bin so ein Idiot. Ich hab's aus Versehen auf uns gemacht. Okay, Cartman kann seine Wolke zum. Mit einem Leben, Alter. Aber egal, die Wolke kann er nochmal machen. Nochmal 1000 Damage verursachen. Und Cartman stirbt. Ach du Kacke, Mann, wie der sich da immer durchhielt. Das ist richtig. Ach, die Nabelschnur ist ein extra Gegner. Ach so, jetzt verstehe ich das. Dann gehen wir natürlich die Nabelschnur jetzt erstmal, wenn die ganze Zeit wieder rumhielt. Okay, ich habe gedacht, das wäre ein Gegner. Das wäre nur so eine Art Angriff. Aber okay, so, wir hätten Wiederbelebungstrank zwar benutzen können, aber. Machen wir jetzt. Unser letzter, ne? Ja, müssen wir uns wieder welche kaufen. Komm, Cartman. Steh wieder auf von den Toten. Und wir gehen nochmal mit Meucheln auf die Nabelschnur, damit die nochmal Blutungsschaden mehr kriegt. Damit die gleich down ist. Und komm! Jetzt blutet sie viermal, das ist schön. Kotzstrahl. Oh, jetzt ist Cartman schon wieder down. Und wir sind angewidert, wir werden sterben, ne? Wir können kontern, wir sind tot. Oh, scheiße. Okay, weiter. Direkt nochmal in den Fight. Okay, ich habe nicht gewusst, dass die Nabel schon ein extra Gegner. Ich habe gedacht, es wäre eine Art Angriff von ihm, dieses Lebensentziehen. Aber es ist ein eigener Gegner, diese Nabelschnur. Okay. Hier nochmal Loot. So, und dann gehen wir da wieder raus. Und dann sehen wir die Zwischensequenz. Die ich jetzt aber einfach mal überlabern werde. Denn die haben wir ja schon mal gesehen, ne? Und es ist ja genau die gleiche. Also da verändert sich ja nichts. Also wenn ihr vorher nicht aufgepasst habt, habt ihr jetzt Pech. Denn ich laber jetzt durch. Und ich, auch wenn ich nur sinnlose Scheiße laber, so wie dass der eigentlich so viele Einschusslöcher hat, dass er eigentlich gar nicht mehr reden könnte. Und ich laber euch jetzt einfach damit zu. Guck mal, wie viele Einschusslöcher der jetzt mal im Ernst. Was kannst du noch reden, Mann? Das ist unrealistisch. Und Unrealismus in Spielen funktioniert nicht, ja? Ich meine, es wird ja zensiert. Also muss es ja echt krass realistisch sein, ne? Bin hier nochmal anmerken lassen, ne? So, schreit da nur rum. So, jetzt haben wir das schön überredet. Mein Ziel ist erreicht. Das heißt, wenn ihr vorher nicht aufgepasst habt, müsst ihr jetzt zurückspulen. Um die Zwischensequenz zu erleben. So. Ist die Nabelschnur dagegen auch immun? Wir versuchen es einfach mal. Versuchen. Na, ist sie leider. Tropfen Stammzellen. Na, lecker. Und Cardman. Dagegen sind sie immun. Beide, ja. Cartman wieder mit der brennenden Wolke. Auf beide natürlich. Deshalb ist die brennende Wolke geil, weil es halt alle trifft, die da rumstehen. Und es sind halt 1000 Damage. Sogar ein bisschen mehr als 1000. Oh Mann, damit rechne ich halt nie. So, komm her. Konton. Er kriegt aber trotzdem ein bisschen Heal dadurch, aber egal. So, dann meucheln wir die Nabelschnur. Die Nabelschnur muss unbedingt down gehen. Weil mit dem Drecks wieder healen, das regt mich auf. So, die blutet. Sehr schön. Ein Cartman. Cartman sollte sich eher mal auch noch einen kleinen Gesundheitstrank reinpfeifen. So, gönn dir den Shit. Sehr schön. Ah, Heavy Sword dürfte. Oh, keine Ahnung. So, und dann gehen wir damit wieder auf beide. Damit ist dann die Nabelschnur fast down. Noch 1000 Leben. Ah, ja. Gut 1000 Leben.
Projektilkotze. Ob Block so viel ab wie geht, Cartman. Wir sind jetzt angewidert, das ist natürlich blöd. Ja. Kommt an! Wir können dann so gut wie es geht. Jetzt hat die Nabel schon wieder 1900, ne? Kriegt aber nochmal Blutungsschaden, so wie meucheln. Jetzt. Sollen wir die Nabelschnur meucheln? Ja, müssen wir, weil Cartman macht, glaube ich, nicht ganz so viel Damage. Und zack! Ah, sie ist komplett down durch das Meucheln. Sehr schön, wir dürfen erneut angreifen. Bedeutet, wir gehen jetzt mit Meucheln auf da, den riesen Nazi-Zombie-Fötus. Was sein Name für den Gegner. Zack! Blutet, sehr schön. Cartman muss erstmal einen Heiltrank trinken. Dass er überhaupt wieder was essen könnte. Ich denke mal, er wird eh drauf gehen. Aber egal, wir können nochmal nicht den Flammenschlag, sondern die brennende Wolke nochmal einsetzen. Wahrscheinlich das letzte Mal, aber immerhin. So, nochmal 1000 Damage machen. Und die Nabel schon zerplatzt erstmal. So, Cartman ist down. Haben wir noch Wiederbelebungstränke jetzt? Wir dürfen wieder welche haben, ne? Ja, einen. Egal, geben wir ihm. Da ist jetzt die Chance zwar groß, dass wir dadurch down gehen, aber scheiß drauf. So, Rasierklinge. Boom. So, die ist jetzt verlangsamt. Das ist sehr... diese Ausraste. Kotzstrahl. Oh nein, jetzt sind wir wieder beide down. Oh, ich hätte nicht die Wiederbelebungstrank, sondern uns lieber heilen sollen. Oh, fuck. Das ist jetzt echt der erste krasse Fight so. Also der erste Fight, wo ich wirklich sage, da sterben wir schon zum zweiten Mal, ne? Also mehr muss ich dazu gar nicht sagen. So, komm, gib uns den Loot und wir hören uns wieder diese wunderschöne Zwischensequenz. Dann können wir die nicht überspringen. Nee, können wir anscheinend nicht. Schade. Doch, B. Ah, okay. Mit B können wir das überspringen. Das ist schön. Also dreimal brauchen wir sie uns echt nicht reinziehen. Diesmal habe ich keinen Bock, alles zu überlabern. So, ich glaube, wir geben uns mal einen Stärketrank. Haben eh 8 Stück davon. Also rein damit. Angriff und Abwehr erhöht. Und dann mit Meucheln auf die Nabelschnur. Wir wissen ja, dass wir eh beide nicht betäubt werden können. Also können wir dauerhaft mit Meucheln drauf gehen, dass wir schön Blutungsschaden kriegen. Sehr schön. Dann soll Cartman sich auch noch einen Stärketrank reinpfeifen. Damit seine, wie heißt der Angriff jetzt nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Gedächtnis wie ein Sieb, das lohnt sich immer. Hier. Brennende Wolke, damit die mehr Damage macht. So, und jetzt, wie viel Damage macht sie jetzt? 1500, sehr schön. Wir haben so gut wie es geht geblockt. Kommt angeschlichen. Hält sich natürlich dadurch ein bisschen wieder, aber wir haben immer noch den Buff, dass wir mehr Damage machen. Deshalb nochmal meucheln auf die Nabelschnur. Schrei nicht so laut, Mensch. Zack, fast down. So, dann nochmal Cardman mit seiner brennenden Wolke. Und dann ist die Nabelschnur schon mal Geschichte. Sehr, sehr... Oh, wir hätten Cardman heilen sollen, ne? Oh, hab ich schon wieder verpennt. Cardman ist nicht down. Cardman ist nicht down. So. Heiltrank auf Cardman. Hier, gönn dir den Shit, Cardi. Debuffs entfernt. Und dann greifen wir mit unserer normalen Waffe an, um ihn zu verlangsamen. Boom, sehr schön. Er rastet ein bisschen aus. So, als Cardman, gibt dir einen großen Gesundheit. Also wie er ausrastet, ne? Er heult ja richtig, Alter. Cardman, gebt dir. Digga, raste mal nicht so aus. Alter, wie tät. Der hat, kennt keine Gnade mehr, der rast richtig aus. So, nochmal brennende Wolke, weil es viel Damage macht. Sehr schön. Projektilkotze. Scheiß drauf. So, dann meucheln wieder. Damit er mehr Blutungsschaden kriegt. Bechau, babu, bechau, bam. Blutet dreimal jetzt. Sehr, sehr schön. Dann soll Cartman mit seinem Stab drauf gehen. So. Boom. Okay, einmal war, glaube ich, zu früh oder zu spät. Und dann nochmal meucheln. Und dann sollte es das fast schon gewesen sein. Dann haben wir es diesmal endlich hingekriegt. So. Jetzt nur noch eine Runde sozusagen überstehen. Oder vielleicht macht Cartman Stab auch schon den Rest. Ja, es gibt diesem riesen Nazi-Zombie-Fötus den Rest. Das wird echt krass. Level 12, ich möchte ihn echt gerne looten. Können wir den nicht looten? Sag mir nicht, dass wir den nicht looten können. Ich will den looten. Lass mich den bitte looten. Bitte lass mich den looten. Ich möchte ihn gerne looten. Wir können ihn nicht looten anscheinend. Schade. Doch, doch. Also wir haben aber eine Aufwertung verfügbar. Hm, was macht man denn? Was macht man denn? Was macht man denn?
Sollen wir das hier nochmal? Getroffene Fernanfragen, was anderes. Das ist cool. Betäubten Zielen. Wir nehmen mal das. Vorteile können wir nicht. Nein. Okay, raus gehen wir hier auf jeden Fall nochmal. So, schön raus hier. Und dann würde ich sagen, beende ich hier diesen mit Verwirrung vollgepackten Part. South Park, The Stick of Truth. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlisten auf den Kanal vorbei, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Peace up und haut rein.